Und ich sage herzlich willkommen zum Hohen Haus und diese Themen warten auf Sie. Staatsakt in Disharmonie, Staat und Kirche entschuldigen sich bei missbrauchten Heimkindern. Suche nach Leitkultur, ÖVP will Wertesystem für Zuwanderer. Und das kleinere Übel, Zitat, in diesem Sinne hofft Van der Bellen auf breite Unterstützung. Du bist nicht als Mensch behandelt worden und mir wurde immer wieder gesagt, ich sei nichts wert. So berichten heute noch immer ehemalige Heimkinder über die Qualen in ihrer Kindheit. Tausenden Kindern ist in der Zweiten Republik massives Unrecht in staatlichen und kirchlichen Heimen widerfahren. Ihren schrecklichen Schicksal wurde diese Woche ein Staatsakt und zwar im Parlament gewidmet. Bundeskanzler Christian Kern hat sich bei den Betroffenen entschuldigt und Kardinal Schönborn hat um Vergebung gebeten. Trotzdem, die Gedenkfeier selbst wurde wiederholt von Betroffenen massiv gestört. Mein Kollege Maximilian Biegler hat mit ehemaligen Heimkindern gesprochen über ihr schweres Schicksal und sie auch ins Parlament begleitet. Ich sage ihm, es war von außen wie ein Schloss, aber innen, da war es grauen, da war wirklich es grauen. Romana Schwab war 12 Jahre alt, als sie ins Kinderheim Schloss Altenberg in Niederösterreich gekommen ist. Ins Heim kommt sie, weil sie von ihren Eltern vernachlässigt wurde. Der Vater war Alkoholiker, die Mutter, die hat uns oft geprügelt, vernachlässigt. Eigentlich sollte sie in staatlicher Obhut eine bessere Kindheit haben als bei den Eltern. Doch von einer sorgenfreien Jugend im Heim kann keine Rede sein. Du warst eingesperrt. 24 Stunden am Tag, permanente Überwachung. Ist wurscht, ob du jetzt aufs Klo gegangen bist, sogar das Klo-Episode zu tun. Kleine Seite ein Stück, große Seite drei Stück. Es ist alles. Und beim Duschen ist von oben bis unten alles kontrolliert worden. Die Unterwäsche, die Wäsche selber, alles. Es ist alles kontrolliert worden. Es ist wurscht, was du gemacht hast. Über die Erlebnisse im Heim zu sprechen, fällt dir auch Jahrzehnte nachher noch schwer. Schläge und Erniedrigung standen im Heim an der Tagesordnung. Die Hiebe selber haben wir nicht so weh da, weil die habe ich von meiner Mutter auch gekriegt. Und das nicht gerade wenig. Was mich mehr getroffen hat, war diese Herabmachen. Du bist nicht als Mensch behandelt worden. Unser Heimleiter hat oft genug gesagt, beim Hitler war es vergast worden zum Beispiel. Und für jede Kleinigkeit Strafen. Also, aber diese Missachtung, diese, du bist nichts wert. Du wirst nie was werden, du wirst in der Gosse landen. Das sind Sachen, die haben wir dauernd gehört. Ne? Heute lebt Romana Schwab mit ihren drei Hunden im Waldviertel in Niederösterreich. Ihre Erlebnisse im Heim kann sie nicht vergessen. Die Wunden sitzen tief. Was war das Schlimmste, was dort passiert ist, auch Ihnen persönlich? Der Missbrauch. Natürlich. Weil sie noch dazu von einem Erwachsenen wollen. Nicht von einem älteren Kind oder so, sondern von wirklich einer höher gestellten Persönlichkeit. Die Großheime, in denen den Kindern so viel Leid angetan wurde, sind mittlerweile Vergangenheit. Die meisten Täter wurden aber nicht zur Rechenschaft gezogen. Ihre Taten waren verjährt. 7.150 Betroffene haben sich bis heute bei den offiziellen Kommissionen gemeldet. Im Schnitt haben die ehemaligen Heimkinder für ihr Leid eine Entschädigung von 14.000 Euro pro Person bekommen. In Wien ist die Frist für Anträge nach 6 Jahren mittlerweile abgelaufen. Auch in anderen Bundesländern können die Opfer keine Forderungen mehr einbringen. Meine Mutter ist hochschwanger in die Zufluchtsstätte für obdachlose Mütter, ins Zentralkinderheim, also Semmelweis-Klinik gegangen. Dort hat sie mich entbunden. Und nach 3 Wochen bin ich dann ins Zentralkinderheim überstellt worden. Und seitdem, also ist die Heimlaufbahn. Robert Wolleck hat seine gesamte Kindheit von der Geburt bis zur Volljährigkeit in verschiedenen Heimen verbracht. Aber nirgends sei es so schlimm gewesen wie im Kinderheim Wien-Hütteldorf. Mit 8 Jahren kam er hierher. In Hütteldorf. Da habe ich die ersten Erfahrungen gemacht mit einem Erzieher, also der Sex mit mir wollte am Anfang und dann hat er es auch durchgezwungen, also praktisch erpresst, mit roher Gewalt, mit Kopfpolster ins Gesicht drücken, dass die Luft wecker bleibt. Oder so mit der Hand, Nasen und Hand den Mund zurückhalten, verprügeln, decken, das heißt mit anderen Kindern, die gehen da die Decken drüber und verprügeln die.
solche Erziehungsmethoden. Ne? Ein- bis zweimal in der Woche ist Robert Wolek hinter diesen Mauern vergewaltigt worden. Zur Verantwortung wurde niemand gezogen. Das war schier. Ja, das wünsche ich kaum. Lange hat der spätere Straßenbahnfahrer nicht über diese Zeit gesprochen. Erst vor ein paar Jahren konnte er seiner Frau davon erzählen. Heute ist es ihm ein Anliegen, über seine Erlebnisse aufzuklären. Seine Erinnerungen hat er niedergeschrieben, damit so etwas nie wieder passiert. Das Problem ist, wir haben niemanden gehabt, wo wir sie ausreden können. Bis zum Direktor gegangen, hast du dich beschwert. Null Früchte. Bis zu einem anderen Erzieher gegangen, der vielleicht ein bisschen für die Kinder war, der hat nichts machen können, weil er mit dem System mitgeschwommen ist. Ich weiß, dass nicht entschuldbar ist, was Ihnen widerfahren ist. Und ich weiß, dass nichts das ungeschehen machen kann, was Ihnen geschehen ist. Was Ihnen widerfahren ist, ist eine Schande für unser Land. Und ich stehe hier und schäme mich dafür. Hier. Beim Staatsakt kommen die Betroffenen nicht selbst zu Wort. Schauspieler lesen Texte. Vereinzelt sorgt das für Unmut. Die Rede von Bundesratspräsident Lindner wird immer wieder gestört. Beim Auftritt des Kardinals kommt es zu Buhrufen. Letztlich kann niemand Ihnen Ihre persönliche Würde nehmen. Das will heute dieser Staatsakt bekunden. Und in diesem Sinne verbeuge ich mich vor Ihnen und vor dem, was Sie gelitten haben. Außerhalb des Parlaments wurde von einigen ehemaligen Heimkindern gegen den Staatsakt demonstriert. Man gibt den Opfern nicht das, was ihnen zusteht im Vorfeld und macht dann im Parlament eine Zeremonie. Ja. Und hinterher wird es genauso weitergehen wie vorher. Wir sehen das als Zeichen für ein Ende der Aufarbeitung. Egal, ob sie für oder gegen den Staatsakt sind, die Betroffenen einen ihre Forderungen. Sie wünschen sich die Zuerkennung des Opferstatus. Damit verbunden wäre nämlich eine Opferpension. Viele ehemalige Heimkinder leben nämlich mit dem Mindesten. Außerdem wollen sie, dass es eine staatliche Kommission für alle Opfer gibt, dass sämtliche Akten endlich herausgegeben werden und dass auf die Verjährung der Straftaten verzichtet wird. Davon, dass die Veranstaltung kein Schlussstrich der Aufarbeitung war, sind Robert Wolek und Romana Schwab aber überzeugt. Sie haben sich für den Staatsakt eingesetzt, auch wenn sie in der Vergangenheit von der Politik immer wieder enttäuscht worden sind. Man wird ignoriert. Man wird total ignoriert. Sie nehmen uns nicht ernst. Aber nach der Zeremonie hoffe ich, dass sie es dann doch tun. Ne? Ist der auf jeden Fall kein Schlussstrich gezogen. Es muss weitergehen, auf Biegen und Brechen. Ich sag's, wie es ist. Da kann sich jetzt die Politik nicht mehr außerwursteln und sagen, stillschweigen oder was. Es muss gesprochen werden. Ja, bis zum Ergebnis. Nun liegt es an der Politik, die ehemaligen Heimkinder nicht zu enttäuschen. Und wir sprechen jetzt weiter, und zwar im Studio mit dem Gerichtspsychiater Professor Reinhard Haller. Danke, dass Sie gekommen sind. Herr Professor, sind Sie persönlich von diesen Protesten, von diesen Buhrufen beim Staatsakt vergangenen Donnerstag überrascht gewesen? Nein, weil es gibt ja doch Menschen, die besonders stark traumatisiert worden sind. Es gibt leider solche, die in einer Verbitterung gelandet sind, in einer sogenannten Verbitterungsstörung. Das heißt, eine unheilbare Form der Kränkung, die hier bleibt. Und für die ist es natürlich immer ein Problem, wenn sie nicht die ihnen aus ihrer Sicht zustehenden Entschädigungen und auch Therapieformen bekommen. Eine Verbitterungsstörung, sagen Sie. Wenn man das jetzt versucht, anders zu formulieren, was wäre denn der Weg hinaus für die Leute, die schon eine Chance zur Heilung haben? Es gibt ja auch diese Theorie, dass ein Opfer dem Täter irgendwann versuchen soll, zu verzeihen, ohne dass das jetzt provokant klingen soll, damit man als Opfer auch nach vorne schauen kann. Eine Regel besagt, je früher der Missbrauch eingesetzt hat, desto schwerwiegender sind die Folgen, weil dann die ganze Persönlichkeit sich nicht mehr richtig entfalten kann.
Und eine weitere Regel besagt, je länger der Missbrauch gedauert hat, desto schwieriger wird es später im Leben werden. Und ich denke, dass die Menschen damit zum Teil wirklich nur schwer fertig werden können, dass auch die Therapie hier ihre Grenzen hat. Aber auf jeden Fall eine Behandlung, eine Aufarbeitung, die Dinge zur Sprache bringen, den Menschen sagen, was einem geschehen ist, darüber sprechen können, ist sicher ein guter Weg. Ich glaube, dass auch finanzielle Entschädigungen durchaus wichtig sind. Die werden zwar von den Opfern manchmal so als eine Art, ich sage das ungern, aber als eine Art Schandlohn empfunden. Aber das soll es eben nicht sein. Man soll sagen, wir können das mit Geld nicht aufwiegen, aber es ist zumindest eine gewisse Linderung hier, wenn wir Schmerzensgeld zahlen. Die edelste Form wäre natürlich, wenn es gelingen würde, darüber zu stehen, hier eine gewisse Gelassenheit und Distanz zu entwickeln und letztlich zu verzeihen. Aber verzeihen ist natürlich nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Aber wenn Sie jetzt über die finanzielle Anerkennung gesprochen haben, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt ja die Diskussion, viele Opfer verlangen das ja, den Opferstatus, um auch eine Opferrente zu bekommen. Das heißt, das wäre eine Botschaft an die Politik, dass das schon auch helfen könnte, das Leid zu lindern, nicht nur das Finanzielle. Man müsste das von Fall zu Fall entscheiden und hier müsste man, glaube ich, dann schon jene Wege gehen, die man auch bei Gericht geht, wenn es um Schmerzensgeld, Opferrenten geht, weil das sind dann doch letztlich sehr große Beträge. Wir gehen davon aus, dass etwa 5 bis 10% der Schwermissbrauchten tatsächlich eine Persönlichkeitsänderung mitmachen. Das heißt, es geht nicht mehr vorbei, was an Folgen besteht und denen würde dann tatsächlich eine Rente zustehen. Ein Begriff, der auch im Beitrag angesprochen wurde, ist das Problem der Verjährung. Die sind verwehrt, das heißt, die Täter wurden nie gestellt, es gab keinen Prozess. Ist da eigentlich der Rechtsstaat gefordert zu sagen, bei solchen Delikten darf es eigentlich keine Verjährung geben? Was sagen Sie da dazu? Man hat die Verjährungsfristen angehoben. Ich denke, dass mit der derzeitigen Regelung schon das Auslangen zu finden ist. Aber natürlich kann es schon unter Umständen sein, dass die Opfer sich überhaupt erst trauen, nach vielen Jahren darüber zu sprechen. Mein Verdacht ist schon ein bisschen, dass man gar nicht alle Traumatisierten erwischt, weil wenn jemand eine besonders schwere Wunde hat, tut er sich natürlich doppelt schwer, damit dann die Öffentlichkeit zu geben, diese zu präsentieren und darüber zu sprechen. Und das heißt, es sind jetzt um die 7.150 Menschen, haben sich ja gemeldet im Zuge dieser Untersuchungen, dieser Kommissionen. Das heißt, Sie gehen als Gerichtspsychiater davon aus, dass die wirklich schweren, die wirklich schwer traumatisierten Menschen sich da gar nicht gemeldet haben. Das kann ich nicht beweisen, aber ich glaube, man muss es befürchten, weil das eben das Wesen des Traumas ist, dass man die Wunde, die wehtut, die nicht verheilt ist, nicht an die Öffentlichkeit bringt. Und bei diesen Menschen wäre es natürlich hilfreich, wenn sie professionelle Unterstützung bekommen, wenn sie sich überhaupt trauen, sich zu melden. Und da müsste man wirklich dann auch von Fall zu Fall überlegen, ob hier nicht eine Rente angezeigt ist. Aber eine Verjährung quasi abzuschaffen bei solchen Fällen würde auf jeden Fall helfen. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt haben wir sehr viel zurückgeschaut. Wenn wir jetzt nach vorschauen, jetzt sage ich einmal, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass in Institutionen in Österreich solche Schrecklichkeiten nicht passieren, nicht mehr passieren. Was man weiß, es gibt nach wie vor Missbrauch, es gibt sexuellen Missbrauch in Familien, im Heute, im Jetzt, hier jetzt wahrscheinlich gerade, wenn wir sprechen. Was ist da zu tun, um die Aufmerksamkeit zu schärfen in der Bevölkerung, um da auch besser hinschauen zu können und auch da das in Zukunft zu verhindern? Ich glaube, dieser Missbrauchsskandal war für die katholische Kirche sehr wichtig, weil sie ist gezwungen worden, hinzuschauen. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, nach verschiedenen Untersuchungen sind nur 3 Promille der Fälle pädophilen Missbrauchs auf kirchliche Institutionen und kirchliche Personen zurückzuführen. Und ich hoffe, dass dieser Staatsakt auch dazu beiträgt, dass man schaut, wo gibt es sonst noch Gefahrenquellen, wo gibt es sonst noch verdeckte Missbrauchshandlungen. Das heißt, die werden wahrscheinlich sein innerhalb der Familien, vielleicht auch innerhalb mancher Vereine. Haben Sie da Zahlen? Weiß man, wissen Sie Zahlen, wie es ausschaut um Missbrauch in der Familie, im erweiterten Familienkreis, im Bekanntenkreis, im Hier und Jetzt, heute? Wirklich verlässliche Zahlen dazu haben wir nicht, weil eben gerade der Missbrauch eine hohe Dunkelziffer aufweist. Aber immerhin dieses Datum, dass die Kirche, auf die sich jetzt alles zentriert hat, nur für 3 Promille überhaupt verantwortlich ist, das ist, glaube ich, schon aussagekräftig. Denn die Pädophilie ist in der Gesellschaft vorhanden, die ist auch in vielen Menschen in einer gewissen Form vorhanden. Ist auch nicht besser geworden über die Jahrzehnte.
Wahrscheinlich nicht. Ich denke, es ist besser geworden, auf jeden Fall die Sensibilität, mit denen man Kindern begegnet. Kinder sind viel mehr in den Mittelpunkt gerückt und die Erziehung ist viel pädagogischer im guten Sinn des Wortes geworden und nicht mehr so auf Strafe, auf Entwürdigung, auf Kränkung ausgerichtet. Und wenn dieser Akt, dieser Staatsakt positive Effekte hat, dann sind das meines Erachtens zwei Dinge. Das eine ist, dass man sich wirklich dazu bekennt, dass von kirchlicher, von staatlicher Seite hier Unrecht geschehen ist und Menschen sehr viel mitmachen müssen. Und für viele ist es auch wichtiger als das Schmerzensgeld, dass das anerkannt wird. Das zweite aber ist im Hinblick auf die Zukunft, dass in der Bevölkerung die Sensibilität für Pädophilie angehoben wird. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Lauf der Geschichte es immer wieder auch pädophilen Kulturen gegeben hat. Und das soll nie wieder dazukommen. Herzlichen Dank, das hoffen wir. Und danke, dass Sie heute im Studio waren. Herzlichen Dank, Herr Professor.